Wir wollen uns heute die Säbelzahntiger-Rüstung besorgen. Dafür ist allerdings einiges zu tun. Wir müssen natürlich die Säbelzahntiger-Rüstung lernen und wir brauchen eine sehr spezielle Zutat, die wir nur in der Wüste bekommen, nämlich den Klebstoff aus einer Ruine. Und das werden wir heute alles machen, um am Ende die Säbelzahntiger-Rüstung zu haben. Für die wilde Säbelzahnbestie brauchen wir seltenes Frischfleisch, Premium-Bestienknochen, Premium-Bestienblut und 2 Opfergefäße. Das solltet ihr mittlerweile eigentlich schon auch alles hier haben. Wenn er seinen Schrei ausstößt, solltet ihr am besten nicht in der Nähe sein, denn dadurch werdet ihr an den Boden gedrückt und gelähmt und er kann euch leichter angreifen. Gut wäre wahrscheinlich auch, wenn ihr mit Pfeil und Bogen kämpft. Ich bin aber eben kein Pfeil- und Bogenkämpfer, deswegen mache ich das Ganze hier mit dem Speer. Der Säbelzahntiger hier auf Stufe 2, der ist schwierig. Ich bin insgesamt 4-mal nicht gestorben, aber ich musste 4-mal von vorne anfangen, weil ich dann am Boden war und letztlich nur meine Maske mich gerettet hat. Am Ende habe ich es dann doch geschafft. Ja, das war's. Nicht einfach. Oh, ich mal was gegen die Blutung tun. Ja, also der ist schon ziemlich fies, das muss man schon sagen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, geht vielleicht nicht alleine hierher. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir das gelernt. Jetzt schauen wir mal hier rein. Säbelzahn. Dafür brauchen wir Klebstoff. Klebstoff bekommen wir in einem Dungeon, beziehungsweise davor von den Plünderern. Und ich war schon einmal da und habe sozusagen den Weg dahin erkundet. Deswegen habe ich hier schon ein paar Klebstoff. Und wir brauchen Eisenrüstung. Idealerweise so gut wie möglich ihr herstellen könnt. Also die Qualität der Säbelzahnrüstung wird entsprechend besser, wenn ihr bessere Basismaterialien bei der Eisenrüstung verwendet. Deswegen habe ich natürlich auch schon mehr Eisenrüstung herstellen lassen. Genau, um möglichst gute Qualitäten zu bekommen, weil wir haben noch keinen 120er Rüstungsmacher. Wir haben nur einen, der über 90 Punkte dort hat. So, und wir wollen natürlich diese gute Säbelzahnrüstung haben, um dann zum Beispiel die anderen stärkeren Bosse, die als nächstes kommen, auch bekämpfen zu können. Ich habe mir die Wüstenregion schon freigeschaltet, also habe die Speer ausgelesen. Bin jetzt hier unterwegs mit 2 sehr guten Kämpfern. Der eine hat alle Waffen auf Level 3 und die andere hat 2 auf über 120 2 Waffen. Wir sind hier an der Wüstenpyramide und müssen ganz in den äußersten Zipfel der Karte. Da reiten wir jetzt mal hin. Das Portal dort hatte ich vergessen freizuschalten, beziehungsweise ich hatte keine grünen Kristalle dabei. Nicht genug. Zu meinen beiden Begleitern. Ich habe mir das jetzt so eingestellt, dass sie beide in dem Zustand sozusagen, in dem sie aktuell haben, abgespeichert sind. Das habe ich geändert in den Einstellungen nach dem Update. Ich denke einfach, ich habe oft genug wieder von vorne angefangen, meine Begleiter zu leveln. Und ja, habe es mir jetzt gegönnt, dass, falls die sterben, ich sie nicht wieder neu komplett hochleveln muss. Sie sind beide noch nicht voll ausgelevelt. Wie ihr wisst, war ich ja im Urlaub und ja, das ist jetzt sozusagen das erste Mal nach dem Urlaub, dass ich wieder spiele. In der Wüste gibt es ja die Strahlung und um jetzt in dieser Strahlung bestehen zu können, beziehungsweise länger aushalten zu können, haben wir einmal auf unseren Rüstungen die Strahlungsmod oder die Anti-Strahlungsmod. Und wir haben Marmelade gekocht und essen Marmelade, die hilft auch gegen die Strahlung. Also zusätzlich natürlich zu anderer Nahrung, die wir auch dabei haben. So, da sind wir angekommen. Brutus prescht gleich mal vor. Yeah.
Okay. Leben noch alle gerade so. Ja, Cecily ist ein bisschen schwach. Die ist auch noch nicht voll ausgelevelt. Also das ist jetzt nicht hier unser erster Versuch. Ich hatte rumgespielt und hatte ausprobiert, was passiert, wenn ich hier den Modus, jetzt sieht man es schlecht, auf aktiv stelle. Also dass die aktiv angreifen und die sind einfach in ihr Verderben gerannt. Und wenn ich sie auf mir helfen stehen habe, dann kann ich sie eben leichter kontrollieren und auch zurückrufen, indem ich einfach wegrenne zum Beispiel, ja. Und ja, so wie es eben vorher eingestellt war mit aktiv, das war nicht so gut. Ich habe hier übrigens auch mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, wenn ihr so wollt, experimentiert. Das hier ist jetzt der normale Schwierigkeitsgrad. Und das hat ganz gut funktioniert, auch mit dem Elite-Plünderer, der hier gleich noch kommt. Allerdings später dann beim Endboss, da bin ich dann tatsächlich nochmal eine Stufe runtergegangen. Das seht ihr dann später auch, weil ja, der hat uns einfach platt gemacht und meine beiden Begleiter sind beide relativ schnell gestorben. Ich bin dann auch gestorben. Und bin dann nochmal eine Stufe runtergegangen auf einfach. Ich versuche einfach rauszufinden, für mich, was ist so die optimale Einstellung oder an welchen Schrauben kann ich hier noch drehen, damit man nicht jedes Dungeon irgendwie 10-mal machen muss, um da durchzukommen. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ihr da schon die perfekte Einstellung für euch gefunden habt. Ich weiß, das ist natürlich auch abhängig davon, wie gut man im Kampf ist. Und ja, ich denke, ich bin eher so mittel, was das angeht. Ich versuche einfach hier, die so ein bisschen zu tanken, wenn möglich. Okay. Also ihr seht, der Weg hier durch ist einfach und in den Truhen findet ihr, da ist er, Klebstoff. Und das brauchen wir für die neue Rüstung. Es gibt einen Elite, da kommen wir gleich hin und da sind wir beim letzten Mal gescheitert. Da drin steht der Elite-Boss. Ist der vor oder hinter der? Ja, okay. Ich hole den mal hierher. Okay, den haben sie mal erledigt. Das ist gut. Da ist der nächste. Da ist der Plünderer-Boss. Seid ihr beide gesund? Ja. Lama bleibt da stehen. So. Oh oh. War ich nicht schnell genug weg? Okay, er lässt von mir ab. Die beiden leben noch. Noch. Betonung auf noch. Ich bin gleich wieder fit, hoffe ich. Boss ist weg.
Das war gute Teamarbeit. Gute Teamarbeit. Wow. Okay. Das hat jetzt auf jeden Fall besser geklappt. Die brauchen wir an und für sich nicht. Die auch nicht. Machen wir mal ein bisschen selektiv. Ja, abgenutzte Eisenrüstung, aber okay. Oh, hatte ich dich. So, genau, das war das. Hier gibt es jetzt natürlich auch Kisten. Und war das hier? Ja, genau, hier kannst du Technikpunkte erhalten, aber ich habe das schon gelesen. Dann haben wir hier eine Kiste. Jo. Nochmal vorsichtshalber einmal hier in die Seitentüren auch gucken, in die Seitenwände nochmal gucken. Seitenwände. Seitenräume. So. Also das hat jetzt wesentlich besser geklappt. Ich habe jetzt an der Rüstung oder Ausrüstung nichts geändert. Da stehen zwei, da steht einer. Du bleibst hier stehen. Okay. Ich laufe ja regelrecht amok hier. Da haben wir eine Kiste. Hi. Hi. Könntet ihr mal bitte angreifen? Das ist so ein bisschen der Nachteil an dieser Helfengeschichte. Dass die dann einfach gerne mal eben nicht angreifen, ja? Oder so eine kleine Aufforderung brauchen anzugreifen. Sagen wir mal so. Warum nehme ich eigentlich den Tabak mit? Das brauche ich wirklich nicht. Ah ja, was hat der? Nee, das wollen wir nicht. Die nehmen wir mit. Okay. Hier waren wir eben schon. Ja, hier waren wir eben. Wenn wir hier vorne durch sind, können wir mal gucken, wie viel Klebstoff wir jetzt haben. Oh, jetzt wird es Nacht. Gut, ich habe Kälteschutz auch drauf. Da oben. 16 Stück. Das könnte gerade so für eine Rüstung reichen, schätze ich mal. Da drin wird schon gekämpft. Lama bleibt da stehen erstmal. Das kennen wir ja im Prinzip schon aus der anderen Mine. Und da ist einiges los. Wäre schön, wenn da noch der eine oder andere drauf geht, bevor wir uns einmischen. Sieht aber nicht so aus. Also müssen wir uns der Gang annehmen. Oh! Oh, Hilfe! Ich häng hier! Mal wieder. Mal wieder. Wirf da mal schnell. Oh, die haben ihn schon erledigt. Gut. Sehr gut. Wow, das war knapp hier. Das war knapp. Da, so. Lama hier reinrufen. Gut, also hier in diesem Raum gibt es nichts, außer dass er hübsch ist. Das sind die neuen Räume für die Wiedergeburt, wenn ihr hier im Dungeon sterben solltet.
Und jetzt haben wir hier zwei und hier haben wir einen. Und ich würde jetzt mal direkt Richtung des Bosses gehen. Also wo nur ein Licht brennt, geht's zum Boss. Wir müssen aber aufpassen, hier gibt es auch Fallen. Und wenn wir in eine Falle reinrennen und es ganz dumm ausgeht, dann sterben unsere Begleiter. Ja. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Also da haben Sie jetzt ja, schreiben Sie ja jetzt drüber, um welchen Angriff es sich handelt bei diesen normalen. Das finde ich schon mal sehr gut natürlich. Würdet ihr mal vielleicht und so? Also das war das, was ich meinte. Ja, das teilweise interessiert dir das jetzt überhaupt nicht. Genau, und wir können jetzt hier zum Beispiel runtergehen und die anderen machen oder wir gehen weiter hier direkt Richtung Boss. Ob wir den schaffen zu dritt. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Das geht gleich mal gut los. Ich habe den beiden übrigens die anderen Waffen weggenommen. Ah! Also die Waffen, die hier nicht passen. Damit sie nicht auf die Idee kommen, mit der falschen Waffe anzugreifen. Das sieht nicht gut aus. Jetzt sieht es für mich nicht gut aus. Ah. Nein. Thank you.
Huch, Hilfe. Nein. Habe ich da. Er mag mich einfach nicht und ich bin langsam. Nein! Oh, genau reingerannt. Au. Ich lebe wieder und werde wahrscheinlich gleich wieder angegriffen. Also in dem Fall habe ich echt das Gefühl, die Fäuste gehen besser. Das war's. Eieiei. Lebst du noch, Brutus? Brutus. Mein Freund. Du lebst auch noch. Wow. Das nehmen wir natürlich alles mit. Reliktschlüssel Einöde. Oh. Oh. Upsi. Hab nicht gemerkt. War so mit meinem Sieg beschäftigt, dass ich nicht gemerkt habe, dass ich am Verbluten bin. Dum, di, dum, di, dum. Den beiden geht's gut. Freuen sich immer, wenn sie kämpfen können. So, dann holen wir uns hier die Sachen raus. Also, das geht jetzt, naja, gerade noch so, ne? Also mit Unterstützung. Klar, es gibt immer Leute, die können besser kämpfen oder so. Aber ich würde sagen, das geht gerade noch so. So, wie viele von den Dingern haben wir jetzt hier rausgekriegt? Da, das waren jetzt, also man bekommt hier letztlich bedeutend mehr Klebstoff natürlich, als wenn man nur da vorne bleibt. Da ist, glaube ich, dann unser Ausgang, wie immer. Wobei, das wird uns nicht wahnsinnig viel helfen, glaube ich. Und hier haben wir einmal wieder so einen mystischen Tisch. Das ist klar. Mehr Loot, mehr Klebstoff und ein Zeichen, das wir brauchen, um die Wildnismaske dann zu aktivieren, beziehungsweise den letzten Punkt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das brauchen wir nicht. Dann gehen wir hier wieder raus. Die Rüstung ist fertig. Ich hatte das so gemacht. Eisenrüstung in der Qualität Rot hatte ich direkt in die Werkbank gelegt, damit sich meine Handwerkerin nicht irgendwas anderes nimmt, irgendeine andere Qualität. Das hat auch funktioniert. Dann hat sie mir hier diese Säbelzahnrüstung gebaut. Da gibt es mehr Angriffstempo und Blutenaktivierung. Viele andere Buffs wie Tarnung, Raglast, Lautstärke und so weiter. Also wenn man das komplette Set trägt. Ihr seht das unten hier, das Grüne, ne? Das ist sehr gut. Wenn ich das hier jetzt rausnehme, dann entfällt halt entsprechend einiges. Je nachdem, wie viel ich sozusagen von dieser Kleidung trage. Und wenn ich das komplett trage, dann bekomme ich alle zusätzlichen Attribute hier.
alle zusätzlichen Buffs und habe damit, ohne dass ich jetzt irgendwelche Nahrung schon zu mir genommen hätte, immerhin 2625 Lebenspunkte. Das ist natürlich wesentlich mehr, als wir vorher hatten. Das ist sehr gut. Und damit sind wir dann auch schon, denke ich, für die nächsten Bosse gerüstet. Oder für den nächsten Boss, sagen wir mal so. Macht's gut, bis dann und ciao.